Und so schließe deine Augen und spüre dein Ich, spüre deine Seele und spüre deinen Körper, spüre alles von dir. Mit jedem Wort, was ich zu dir spreche, fließt die göttliche Liebe zu dir. Es ist die göttliche Liebe, welche dich daran erinnert, wer du in Wirklichkeit bist, welche dich daran erinnert, dass du ein hohes, lichtes Wesen bist, hier inkarniert auf der Erde, um die Erde in die göttliche Ordnung zu begleiten. Das ist dein Auftrag und deswegen bist du heute hier. Und so atme in einem Rhythmus ein und aus, welcher dir gut tut, und spüre, wie mit dem Atem die göttliche Liebe zu dir strömt, denn es ist Smarana, die Erinnerung an Gott, welche deine göttliche Flamme berührt. Und so werde dir nun deiner göttlichen Flamme bewusst. Sie ist direkt in deinem Herzen und sie ist entflammt. Sie sendet Licht und sie unterstützt dein Leuchten, dein leuchtendes Licht, welches du immer bist. Und nun konzentriere dich, richte deine Aufmerksamkeit auf deine Stirn, auf die Stelle, wo dein drittes Auge sich befindet, zwischen den Augenbrauen in der Mitte deiner Stirn. Und vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln. Dann weißt du, dass die Energien dich erreichen. Und dass sich dein drittes Auge nun bereit macht, dich beim Manifestieren zu unterstützen. Und so stelle dir nun deine neue Welt vor und stelle dir vor, dass alle Kinder immer bei ihren Eltern bleiben, dass alle Kinder immer bei ihren Müttern bleiben. Und dass alle Kinder frei sind, dass sie ihren eigenen Willen und ihre eigene Entscheidung immer behalten werden. Stelle dir dies so vor, wie du es kannst. Lasse vor deinem dritten Auge eine große Leinwand entstehen und projiziere auf diese Leinwand die Bilder der Liebe, der liebenden Mütter mit ihren Kindern in einem geschützten Raum auf einer wundervollen Erde in der göttlichen Ordnung. Projiziere dieses Bild auf die Leinwand. Ich lasse dir nun ein wenig Zeit dafür. Lasse dein Licht so hell leuchten, dass die Dunkelheit vergeht, dass die Dunkelheit immer kleiner wird. Und übergebe jeder Mutter und jedem Kind, jedem Vater und jedem Kind,
das Licht der Liebe, das Licht des höheren Bewusstseins, das Licht der Kraft, und sehe, wie die Dunkelheit vergeht. Dank deiner Hilfe breitet sich dieses Licht aus. Der freie Wille eines jeden Menschen bleibt erhalten. Die Kraft deines Lichtes trägt dazu bei. Und so sende nun einen Strahl aus deinem Herzen, aus deiner göttlichen Flamme über die Erde. Zu allen Menschen, zu allen Kindern. Und spüre, wie durch diesen Lichtstrahl aus deiner göttlichen Flamme etwas Gutes entsteht, wie die Freiheit und wie der persönliche Wille geschützt werden. Manifestiere deine Wünsche für die neue Erde. Sende dein Licht hinaus. Und beobachte, wie der Schleier der anderen Seite immer dünner wird. Beobachte, wie das Licht sich vermehrt und den Weg zeigt in die göttliche Ordnung. Denn du bist der Mensch, welcher die Unterstützung mit seiner Liebe und seinem Licht gibt. So fließt nun die göttliche Liebe zu dir. Sie berührt deine Seele und das Band, das Liebesband, dieser strahlende, helle Lichtstrahl, welcher sich gebildet hat, leuchtet von deinem Herzen bis in das Zentrum von allem, was ist. Es wurde gestärkt und ausgedehnt, genauso wie deine Seelenenergie sich ausgedehnt hat. Gleichzeitig wurde die Seelenenergie aller Kinder gestärkt und die Anbindung an Gottes Liebe gefestigt. Spüre, wie Gottes Liebe bei dir ist, und spüre deine Bestimmung, den Kindern zu helfen und sie zu stärken. Sei dir deiner großen Kraft bewusst und werde aktiv. Fühle die Kraft in dir und die Liebe Gottes wird dich tragen. Die Liebe Gottes wird bei dir sein. Denn dafür bist du hierher auf die Erde gekommen, um dem Licht zu dienen. So sei es. Und nun komme mit diesen Gedanken wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deiner Seele und bei Gottes Liebe, dass du hier sein darfst und dass das Licht durch dich gestärkt wird. Smarana.